Ich will der heute dabei ist und lernen wir die Spreizer zusammen einen Tag dicke. Ja, dass man beim Schein wieder überdreht ist, beim Schirchen wieder, hat man auch meistens Trainer Arbeit, das Aufsitzen, das Abwenden, das Tochtig, das sind halt schon eigentlich die schönen Arbeiten. Ja, man sollte schwindelfrei sein, ein geschickt zu ihm auch sein und ein wenig Gefühl will man für die ganze Sache auch haben. Ja, haben wir eine halbe Semifang gemacht. Wie es die Woche ist, werden wir am Mauer abwenden. Dann die erste Woche sitzen wir auf. Und ja, um 5 Uhr hören wir dann wieder auf ins Arbeiten und fahren heim. Ja, ich mache jetzt mit meiner Lehrfirma und dann will ich in der Firma bleiben. Mein Name ist Hubert Spreitzer und ich bin der Geschäftsführer von Spreitzer Bau in Ipsitz. Am meisten gefällt mir, dass wir vom Keller bis zum Dach alles selber machen. Also Baufirma, Zimmer oder Dachdecker. Ja, mein Werdegang, Volksschule Hauptschule ist eh klar. Dann habe ich Tatel gemacht in Krems, Abteilung Hochbau. Dann war ich zwei Jahre in Salzburg bei einer Baufirma und dann bin ich heimgekommen und das dann von meinem Vater übernommen, die Firma, und in unserem Sinne dann weiter gestaltet und weiter ausgebaut. Ein besonderes Augenmerk für mich ist das handwerkliche Geschick. Und bei uns ist es halt ganz wichtig, und das machen auch die Vorarbeiter sehr gut, dass die Lehrlinge zubelassen, nicht nur zusammenkehren und die Außen holen, sondern dass sie was lernen, auch wenn sie dann einmal einen Fehler machen. So lernt man was, wenn sie selber da mitgestalten können. Und das machen unsere Vorarbeiter sehr gut und die Lehrlinge sind wissbegierig und das ist ganz wichtig. Nach mehreren Kriterien, also wichtig ist einmal die Liebe zum Beruf und handwerkliches Geschick, und mir ist es wichtig, dass sie bei einem Verein sind, weil da sind sie auch in einem Team, müssen sie in einem Team arbeiten und das sind schon gute Voraussetzungen. Ich heiße Wieser Georg und bin Zimmermann bei der Firma Spreitzer. Ja, bei unserem Job da haben wir mehrere Sachen, aber momentan haben wir jetzt gerade einen Dachstuhl, was wir abwenden, herschneiden und dann auf Baustelle führen und dann aufnageln, aufschraufen, damit dann das Haus ein Dach hat. Und wir machen auch Innenausbauten. Ich habe Zimmerer und Maurer gelernt bei der Firma De Seef in Weidhofen. Der war dann insolvent, dann bin ich zur Firma Leitner gewechselt. Dann habe ich mit meiner Frau in Ipsitz Häusl gebaut und bin seit 2010 da beim Spreitzer Zimmerer. Ja, man sieht halt, dass man nach einem Tag was geschaffen hat, das eine super Arbeit halt ist auch. Und man ist im Freien. Wenn es regnet natürlich, ist dann nicht so super, aber gibt es eh in den Arbeiten auch.